Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir sind in der Bar drin, ne? Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. war nur Spaß. Er ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Wer ist er denn? Edward Deegan. Hi. Hallo. Wir müssen uns unterhalten. Ja, kennen wir uns? Lass mal hören, lass mich in Ruhe, ich höre zu. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Was ist das für ein Job? Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Ich bin dabei. Ich lebe für die Gefahr. Wo muss ich unterschreiben? Mir gefällt dein Eifer. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Aha, aha. Sonderlieferung, sprich mit Jack Cabot. Mit ihm wollen wir natürlich auch noch reden. Den besten. Ja, gleich. Erstmal gucken, ob es noch andere Menschen gibt. Heratron. Hey, was ist mit dir? Söldner? Karawanenwache? Keines von beiden. Weder noch. Normalerweise erkenne ich Söldner und dergleichen sofort. Vielleicht besitzt du auch einfach nur diese bewaffnet und gefährlich Aura. Wie dem auch sei, ich entspanne mich ein bisschen und erzähle Geschichten, während ich auf den nächsten Job warte. Ich war schon überall. Hab Walls gesehen, Vorkriegsruinen und jede Menge Monster. Du warst schon mal in einem Vault? Ja, schon mal von Vault 81 gehört? Sie sind ziemlich reserviert, aber ab und zu lassen sie neue Leute rein. Monster. Dann lass mal deine besten Monstergeschichten hören. Ich stamme aus Diamond City. Wenn du über was wirklich Erschreckendes reden willst, dann lass uns über das Institut und seine Synths sprechen. Geh besser nicht nach University Point. Glaub mir, du willst nicht wissen, wozu sie fähig sind. Du erkundest also alte Ruinen? Letztens hatte ich mir Salem vorgenommen, eine sehr alte Stadt im Norden. Hab es aber nicht bis dahin geschafft. Hab auch ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Region. Wir sehen uns, Hawthorne. Klar, lass es ruhig angehen. Viele neue Orte gibt es hier zu entdecken. Hallo, du kannst Drinks und Essen entweder bei mir oder an der Bar bestellen. Wer ist der Besitzer? Wem gehört eigentlich diese Bar? Der Laden gehört seit ein paar Jahren den Bobroff-Brüdern. Vadim Bobroff ist der Laute, Jefim der Ruhige. Und ich muss mir den ganzen Tag anhören, wie sie miteinander diskutieren. Ich schau mal. Komm an die Bar, wenn du dich entschieden hast. Lass stecken, Mann. Ich hab nichts gesehen. Vadim. Ah ja, du. Bei uns gibt's rund um die Uhr den berühmten Bobroff-Schnaps. Das ist deine Bar? Verdammt, ja. Mein Bruder Jefim und ich machen den besten Schwarzgebrannten im ganzen Commonwealth. Wir nennen ihn Bobroffs Besten. Wir mussten sogar schon Zimmer vermieten, damit die Gäste nach ein paar Gläschen einen Platz zum Umfallen hatten. Dann lass mal sehen, was du so hast. Bestell nicht nur einen. Lass es mal krachen.
Nein, ich will... Was? Guck mal, der will so viel dafür. So, das möchte ich jetzt gerne kaufen. Nein, doch nicht. Na. Ach so, R. Na egal, jetzt kaufen wir auch noch eine Nuka-Cola. So. Oh, ein Gast. Brauchst du ein Zimmer? Zimmermieten für 10 Kronen gucken. Wie ist es so hier in dem Laden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Wir bieten Essen, Drinks und Zimmer an. Hauptsächlich für Händler, die auf der Durchreise sind. Mein Bruder Vadim ist für die Bar zuständig. Scarlett ist unsere Kellnerin. Außerdem hilft sie mir, die Zimmer sauber zu machen, soweit das möglich ist. Da sind deine Kronkorken. Du hast Zimmer 2. Einfach da durch die Tür. Ein sehr schickes Zimmer. Wo ist denn Zimmer 1? Die Mauer sieht echt wieder richtig gut aus. Schätze, er wird der neue Farbe. Tür verbessert zu. Wenn du Hunger hast, haben wir auch was zu essen. Ja, ja, wir brauchen nichts. Ach, hier, das ist Zimmer 1 wahrscheinlich. Nee. Nee, gut. Na gut. Mehr gibt's hier nicht zu wissen. Gehen wir mal weiter. Spielen wir das berühmte Ladebalkenspiel. Mit dem Skill Kommando erhältst du verschiedene Boni, die beim Angriff mit automatischen Waffen je nach Stufe richtig richtest du mehr Schaden. Handel ist spätestens dann ein Ende gesetzt, wenn sie tot sind. Aha. Also das war schon wieder neu. Ja. Immer kurz weggeblinzelt und schon stand da was Neues. So. Wir haben natürlich wieder viel mehr neue Quests. Oh, ich weiß gar nicht, was kann man denn mal tun? Karte. Viele Orte. Darten. Nick Valentine finden. Sonderlieferung. Sonderlieferung ist... Ne, das war Nick Valentine. Wo ist die Sonderlieferung? Da hinten. Naja, wir laufen dann einfach jetzt mal erstmal Richtung Nick Valentine, würde ich sagen. Am besten natürlich wieder mit. Oh, ich bin auch noch voll gepackt. Naja, da muss ich mich noch mal eben kurz entleeren. Ja, gern geschehen. Da muss ich mich hier erstmal entleeren. Kleidung. Alles hier rein. Irgendwann kann man das mal sortieren. Habe ich schon wieder so viel Schrott dabei oder was? Ah, ein bisschen. So. So, aber jetzt. Auf der Suche nach Nick Valentine. Sprich mit dem... Der war ich doch gerade.
Wieso? Du, ach, die machen mich fertig. Ganz ehrlich. Ja, ich weiß jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Bar war. Red nicht mit mir. Das könnte Aufmerksamkeit im Supersalon. Oh, hier. Pass auf dich auf. Das Institut könnte direkt hinter dir lauern. Ja, hey, du. Das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Danke. Blick aus der World. Teil 1, 2, 3. Okay, werden wir auch nochmal irgendwann lesen. Diamond City, das große grüne Juwel des Commonwealths, ist die größte und sicherste Siedlung in dieser Region, aber nur weil ich meine Siedlung noch nicht vollkommen ausgebaut habe. Die Mauer steht aber schon. Sie ist zwar nicht so groß und grün wie diese von Diamond City, aber sie hat schon was. Ja, von New Cola, dem beliebtesten amerikanischen Erfrischungsgetränk vor dem Krieg, wurden so viele Flaschen hergestellt, dass man auch noch heute, 200 Jahre später, noch finden und genießen kann. Erfolgreiche Angriffe im Watts füllen deine kritische Leiste. Sobald diese voll ist, kannst du einen verheerenden Angriff ausführen. Hatten wir auch noch nie gesehen. Meine Güte. Und es ist ja auch überhaupt nicht nebelig heute. Sowas von nicht nebelig. Ich glaub's nicht, dass ich von der Mauer Dienst kriegen muss. Da mag mich wohl jemand nicht. Ganz leicht nämlich. Was zum Teufel war das? Ist sein Ernst, ne? Das war jetzt nicht schwer. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Komme gar nicht voran. Immer sind überall Menschen, die mich umbringen wollen. Meine Lieblingswährung sind Patronen. Alter. Das wird
geht's los. Wo ist überhaupt schon wieder mein Freund? Du bist schwer verwundet. Lässt du dich denn auch immer treffen? So schwer kannst du nicht verwunden, damit du was schießen kannst. Stirb! Irgendwo oben ist bestimmt noch einer. Aber ich sehe keinen, nein. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Und der Typ. Naja, gut. Irgendwie ist er weg. Das kann ich jetzt ja auch nicht ändern, aber dann gehen wir weiter. Wir wollen ja immer noch Richtung Jack Valentine. Wir wollen ja immer vorankommen hier. Wer da sei? Oh Mann, nee. Ist auch noch ein Supermutant. Gut, gehen wir weiter hier lang. Sonst kommen wir ja niemals da an. Hab ich zu wenig Schuss. Immer weiter Richtung Jack Valentine. Was für eine riesige Stadt hier. 99 Meter. Wo ist der kleine Wichser hin? Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Von links. Scheiße, dass die noch im Hinterhalt aus. Spürst du das? Das nennt man Angst. Ja, da sind noch welche oben. Diesmal kriegen wir sie aber auch. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Ey, Patronen nicht. Die brauchen wir halt. Hast du gehört?
Irgendwas hat auf mich geschossen, von irgendwoher. Ich weiß noch nicht von wo. Von da hinten. Das, jetzt müssen wir hier wieder runter. Oh, irgendwo ist noch einer. Okay. Okay. Der ist ein bisschen härter. Ich hab das schon 100-mal gemacht. Glaubst du, hier wird's anders laufen? Ist leicht härter. Wir schaffen das. Ah, kriegen wir auch down. Wo bist du denn jetzt? Da. Als ob ich den nicht getroffen habe. Ja, ist klar. Ist klar. Warum stirbst du nicht? Nimmt der auch noch... Ist das dein Ernst? Ein Schuss noch, komm. Wo auch immer mein Freund schon dahin ist. Da gucken wir doch mal, was der dabei hat. Erstmal hat er eine... Aber sonst nix. Vielleicht kann ich das voll teuer verkaufen. Eventuell. Ja, ich will da jetzt nicht rüberspringen. Nein, nein, nein. So, wir sind immerhin schon mal ein bisschen weiter vorwärts gekommen. Ganz lange kommen wir ja hier voran. Wir sind immer noch 97 Meter entfernt von dem Ort, wo eventuell Jack Valentine zu finden ist. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter in die Richtung. Treffen wir bestimmt noch wieder hunderte Gegner. General, Boston Common hat einen ziemlich schlechten Ruf. Die Leute kommen von dort nicht mehr zurück und keiner weiß warum. Tja, vielleicht weil hier Supermutanten, Raider und sonstige Leute des Unwesen sich herumtreiben. Noch 50 Meter. Und weil es hier verstrahlt ist. Alter! Ja, oder weil ein riesiger Supermutant ist. Das kann natürlich auch der Grund sein. Komm mit jetzt! War so riesig. So. Da werden wir auf jeden Fall nächste Folge reingehen. Ist er tot? Ich hoffe nicht, dass er tot ist. So. Oh, warte, habe ich das schon entdeckt? Ich glaube nicht. Ich entdecke das mal eben. Ah, da bist du ja. Alter, wo hast du... Wo hast du denn die Waffe her? Lol. Coole.
hat er jetzt eine Shotgun in der Hand? Also, er verwirrt mich zutiefst. Zu tief, Preston. Wo ist deine Laserwaffe hin? Was hast du damit gemacht? Hast du die verloren? Silberne Tasche nur. Ein Bleistift. Ja, nichts wirklich. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier hinein. Parker Street Station. Und dann kommen wir endlich voran. Um ein bisschen mehr Hintergrundinformationen vielleicht zu bekommen. Was ist hier los? Wer hat meinen Sohn entführt? Lebt er überhaupt noch? Wann ist es passiert? Wir haben doch keine Ahnung. Wenn ich dir doch sage, so ist Skinny Malone's Aber das werden wir... Ach man, jetzt labert ihn. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzuleben. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Sie labern hier rum. Aber wer sie genau sind und was sie vorhaben und wo Jack Valentine ist, das erfahren wir dann erst nächste Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.